Ja, Dennis, Abschlusstraining vor dem Mazedonien-Spiel ist vorbei. Wie ist die Mannschaft drauf? Ja, eigentlich so wie immer. Also, es herrscht eine gute Stimmung in der Mannschaft. Alle sind froh, dass man wieder zusammenkommen. Alle sind parat auf dem Match. Hat jetzt auch keine Verletzungen, sind alle fit. Und ja, wir schauen ja, auf einen guten Match auf morgen. Ja. Jetzt haben wir in den vier Spielen, die bis jetzt waren, in jedem Match ein Goal geschossen. Ist für die Liechtensteiner Nationalmannschaft nicht ganz normal. Gibt es ein Geheimrezept? Oder was ist der Grund, dass die Offensive auf das Mal so trifft? Ja, ich weiß nicht, an was es liegt. Aber wir probieren auf jeden Fall in jedem Spiel Mut aufzureden. Also in jedem Spiel probieren wir offensiv Akzent zu setzen, mit schnellen Umschaltspielen, auf Konter spielen, die Schnelligkeit, die wir vorne drin auszunutzen. Und es ist uns jetzt in den letzten Spielen gut gelungen. Ziel für morgen, nochmals zu treffen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall das Ziel, dass wir mutig auftreten, noch morgen wieder. Ich sage jetzt mal ein bisschen mutiger, wie es in Mazedonien war, weil wir dort doch nicht so viele Offensivaktionen hatten. Und ja, ein Torerfolg ist sehr mal das erste Ziel, aber dann natürlich auch die Punkte oder einen Punkt zumindest zu holen und jeder seine maximale Leistungsgrenze gehen kann. Es ist gestern bekannt worden, dass der René Pauric noch nicht die zwei Spiele macht als Nationaltrainer. Wie ist das für die Mannschaft aufgenommen worden? Ja, also ich sage, für mich ist es sehr überraschend gekommen, also weil ich im Voraus nichts gewusst habe über das. Und ja, aber die Mannschaft probiert sich jetzt auf das Spiel morgen zu konzentrieren. Es ist jetzt das Primäre. Der Fokus liegt auf dem Spiel und was danach ist, schauen wir. Und wir wollen den Trainer sehr würdig verabschieden mit, ich sage jetzt mal, einem Erfolg da oder gegen Armenien. Dann. Persönliche Frage zum Abschluss. Dir läuft es gut bei Thun. Wie bist du drauf? Ja, ich fühle mich super, ich fühle mich fit. Also auch bei Thun läuft es mir super. Ich komme zu meinem Spiel, ich mache meine Goal, meine Assists. Also es könnte nicht besser laufen im Moment. Und in dem Fall für morgen ein kleines persönliches Ziel? Ja, natürlich ein Torerfolg, aber wichtig ist, dass wir in der Mannschaft gut auftreten und dann vielleicht einen Punkt holen.